Hallo ihr Landratten und willkommen zu einem neuen Video. Heute bauen wir gemeinsam eine Hobbit-Höhle, nachdem ich letztens Sacred City gebaut habe und die so gut ankam. Und ich lasse das Ganze parallel auf meinem Bildschirm laufen und synchronisiere es nach. Das heißt, ich muss mich jetzt auch ein bisschen spuken, damit das Ganze funktioniert. Wie ihr schon seht, geht das Ganze direkt mit dem Eingang los, und zwar in einer Flatmap. Und zwar nicht irgendeine Flatmap, sondern auf bossersgroup.de. Beim Community-Server, wo wir gemeinsam zocken können, in der Bauwelt. Mit /Warp Bauwelt kommt ihr dahin und könnt euch ganz in Ruhe auch die Hobbit-Höhle nochmal angucken, wenn ihr Details nachgucken wollt. Genau. Hier sehen wir jetzt einfach den Eingangsbereich. Schön rund, wie sich's gehört. Denkt dran, dass ihr jederzeit Pause machen könnt, wenn das jetzt ein bisschen schnell geht. Aber ich dachte, ich probiere einfach mal, wie das ist, so ein kürzeres Tutorial zu machen, das ich dann nachträglich kommentiere. Ihr könnt ja auch sagen, wenn ihr das kacke findet. Ah, guck mal ins Video. Ich hab festgestellt, wie verrückt es aussieht, wenn eine Tür zerbricht, die Partikel, beim Schneiden, wenn man so ein bisschen mit Zeitlupe und Zeitraffer rumspielt. Na gut, genau. Jedenfalls bauen wir gerade zuerst mal die Tür, und Hobbits haben ja schön runde Türen. Das heißt, wir setzen einfach mal Trapdown, sind das gerade, und Türen aus Fichte hinter eben diesen Kreis aus Treppen, Fichtentreppen und Ziegeltreppen. Genau. Also gerne einfach mal Pause machen, wenn das jetzt ein bisschen schnell geht. Hier mit Eichenblöcken setze ich dann noch rechts und links ein bisschen Abstand, damit wir da noch ein Fenster rein platzieren können. Denn ich habe das Ganze ein bisschen an Bilbos Hütte orientiert, beziehungsweise eigentlich ziemlich sehr, nur nicht so groß wie Bilbos Hütte. Also Bilbos Hobbithaus. Genau. Und da sind rechts und links von der Tür auch noch kleine Fensterchen. Und ja, die haben wir hier. Da setze ich einfach jetzt noch blaues Glas gleich rein. Und dann mache ich das noch. Ja. Genau. Kleine Läden. Hier links und rechts an diesen Balken habe ich ein bisschen mit Item-Frames und Knöpfen rumprobiert. Der Max, der ein bisschen mitgebaut hat bei der Hütte, der hat wohl die Frames drunter gesetzt. Aber ich muss sagen, in dem Fall gefällt mir besser, wenn sie drin sind, weil es dann wie so ein Ring drum bildet. Genau, hier kommt noch das Glas rein. Ja. Und jetzt mache ich einfach mal kurz in Zeitraffer den Grashügel drauf. Na gut, ich habe angefangen. Jetzt gucken wir erstmal von innen, weil sonst habe ich ja nichts, wo ich einen Grashügel draufsetzen kann. Genau. Der Umriss, den sieht man nachher nochmal in aller Ruhe von oben. Da kann man sich das Ganze schön angucken und abbauen. Aber im Endeffekt ist es ja so ein bisschen Steckkastensystem. Das heißt, ihr könnt die Hütte ja genau einrichten, wie ihr das möchtet. Es geht ja eigentlich nur darum, diesen Look hinzubekommen. Und was beim Look besonders ist, sind eben diese runden Tunnel. Das heißt, worauf ich dann achte, ist, dass ich immer die Türen drei breit mache, sodass ich die Treppen reinsetzen kann. Und dann sieht das Ganze schön rund aus. Schöne runde Gänge. Ah, da seht ihr es schon. Die ersten Treppen, wo dann eine Tür lang geht. Genau. Das, was wir jetzt hier sehen, das ist ein zwei Blöcke langer Flur. Einfach so, damit es ein bisschen offener ist, wenn man reinkommt. Beziehungsweise ein bisschen. Nicht, dass man nicht direkt im Wohnzimmer steht. Und genau. Das, was ihr an Baumaterialien seht, für die Wände ist geschältes Eichenholz. Und die Säulen sind aus geschältem Fichtenholz. Ja. Genau. Das heißt, ich ziehe jetzt einfach mal grob die Wände außen rum und gucke dann, wie ich das Ganze innen drin einrichte. Was ihr übrigens euch gleich merken könnt, was ich bei meinem Haus gemacht habe, was ihr natürlich nicht machen müsst, ist, dass ich über jedem Fenster Ziegelsteine gemacht habe, und wo kein Fenster ist, da habe ich es nicht gemacht. Könnt ihr ja machen, wie ihr wollt, aber ihr erkennt dann nachher beim Grundriss ganz gut, wo ich ein Fenster gesetzt habe und wo nicht. Ihr müsst einfach nach dem Ziegelstein gucken. Genau. Jetzt erkennt ihr vielleicht auch an den Treppen ungefähr, wo dann der Gang lang geht. Und hoffentlich ziehe ich auch gleich die Wände hoch, damit man das Ganze ein bisschen besser sieht. Genau, hier seht ihr Wände voll aus stripped, wie heißt es gleich, geschält, genau, entrindetem Eichenholz, und da gucke ich jetzt ein bisschen, wie groß ich den Raum mache. Wie gesagt, das ist ja in Anführungszeichen Steckkastensystem, das kann man dann machen, so wie man den Platz braucht. Und ja, das, was ich da gerade baue, soll so ein bisschen die Küche werden, weil da drüber sowieso der Schornstein kommt.
dann passt es auch. Ich wusste auch nicht, wie ich den Raum sonst verwenden soll. Wenn man reinkommt, was ist denn direkt, wenn man reinkommt rechts? Da hatte ich nicht so wirklich eine Idee. Dann habe ich gedacht, Küche passt vielleicht ganz gut. Wir bauen ja sowieso ein Hobbit-Haus und Hobbits, die essen ja sowieso viel. Das heißt, Küche ist was, was auf jeden Fall ins Haus gehört. Meine Raumaufteilung war so ein bisschen zu klein, habe ich gemerkt. Also es haben ein bisschen, so ein Schlafzimmer hat gefehlt einfach. aber das war, weil ich die Hobbit-Höhle halt im Kreis, also von oben betrachtet, eher rund oder wie so ein Rechteck gemacht habe. Wenn ihr jetzt eine Hügellandschaft habt, dann könnt ihr die ja ewig groß machen, so groß wie der Hügel eben ist. Ich musste das Ganze nur in die Flatmap bauen, damit das Ganze schön bei den anderen Baututorials steht. Weil ich finde es irgendwie cool, wenn dann alles gemeinsam in der Welt ist und ihr könnt da einfach hin und euch das angucken und abbauen. So, genau, jetzt sehen wir da, wo ich gerade die Ziegeln gebaut habe. Das wird die Speisekammer. Da habe ich zwei kleine Fensterchen rein, weil das so schön abgelegen war. Und jetzt, nachdem ich jetzt gleich mal den, also man sieht gleich den Grundriss schön von oben, dann wird einiges klarer, beziehungsweise kann man auch mal pausieren und einfach kurz abbauen, wenn man genau den gleichen Grundriss möchte. Grundriss, aber ich glaube, das macht ja, ich glaube, es ist cooler, wenn man das in seinen Hügel anpasst. So, genau, jetzt sieht man es. Also, ihr könnt euch ja immer merken, zwischen zwei Treppen, wo so ein Durchgang ist, das sind dann drei Blöcke. Also zwischen zwei Treppen ist dann ein Block, logischerweise. Genau. Und, ja, dann sieht man direkt links von unserer Perspektive beim Eingangsbereich, da ist eben die Küche und dann rechts ist dann eher so ein Wohnbereich, so eine kleine Wohnecke. Unten das große Zimmer, das ist der Speiseraum bzw. so der Wohnraum, weiß nicht wie man das nennt, und dann eben noch die Speisekammer neben dran. Genau, das heißt so ein Schlafzimmer zum Beispiel, das fehlt halt einfach. Aber ich fand es in dem Fall gemütlicher und wir wollten das Tutorial ja auch nicht ewig gigantisch lang machen, das heißt, wie ihr seht, würde ich ungefähr alles in Zeitraffer und gekürzt abspielen. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was ihr von den Videos die haltet, wenn ich das so nachsynchronisiere, aber ich finde es, ich wollte es mal wieder ausprobieren, um zu gucken, ob mir das vielleicht liegt, aber ich finde es irgendwie nicht so einfach, weil ich nicht weiß, was ich sagen darf, ohne dass dann gleich im Video was passiert, was ich nicht vorher gesehen habe und dann muss ich mich unterbrechen oder so. Ah, was mir einfällt, ihr seht es krass, ich habe das mit Optifine eingestellt, dass das um die Ecke auch noch krass ist. Das könnt ihr bei Optifine einfach einstellen, dann sieht das Ganze bei einer Hobbit-Höhle vielleicht ein bisschen besser aus. Ansonsten gibt es natürlich den Geheimtrick mit grünen Trockenbeton. Pulver. Wie heißt das? Nee, Trockenbeton. Kein Pulver. Nichts. So, genau. Dann könnt ihr nämlich, der ist ja von allen Seiten grün, dann könnt ihr damit den Hügel so ein bisschen grün machen und es sieht so ähnlich aus wie krass. Dann passt es. Was jetzt gerade passiert ist übrigens, dass ich Fichtenstämme, so wie ich sie bei den Durchgängen immer nach oben gehen habe lassen, auch jetzt einmal, also ganz um den Durchgang sozusagen rum, das heißt über zwei Treppen habe ich immer eine Verbindung aus Fichtenstämmen gemacht. Genau, das heißt links, wo jetzt noch die Küche ist, die noch nicht fertig ist, da seht ihr jetzt auch, immer wo die Treppen sind, da kommen Stämme drüber. Und der Rest, da wird jetzt schon noch schnell ausgefüllt mit entrindetem Eichenholzstamm, whatever, genau. Und dann ist die Einrichtung mal ganz, also nicht die Einrichtung logischerweise, sondern die Wände ganz grob fertig. Genau. Ja, weil dann können wir uns mal um den Hügel kümmern. In dem Fall ist es ja eher wichtig, wie man das Ganze von außen gestaltet, mit den Fenstern und so. Weil einrichten, da könnt ihr ja einfach auf ein letztes Tutorial gucken. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich ein Video zur Einrichtung gemacht habe. Genau, bevor wir jetzt den Hügel machen, machen wir mal noch kurz einen Kamin und ich baue den gerade über die Verbindungswand zwischen Esszimmer und Küche, weil ich mir dachte, im Esszimmer ist so ein kleiner Kamin, wo man sich davor lungern kann, eigentlich auch ganz cool. In der Küche braucht man aber einen. Das heißt, wir können einfach den Rauch aus beiden Zimmern absaugen, sozusagen mit dem Schornstein. Ja, genau. Dann habe ich da einfach mal so schräg hin platziert. Und jetzt kommt einfach kurz Zeitraffer, wie ich den ganzen Hügel mal in Gras einhülle. Genau, eigentlich mache ich nichts außer Grasblöcke. Jetzt eben habe ich noch eine Fichtensäule gesetzt. Ja, als Kleinigkeit, das sehen wir dann gleich in Ruhe. Damit das Ganze
schön wie eine Hobbithöhle aussieht. Genau. Ich habe euch, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erzählt habe, dass ich schon im Auenland selbst war. Also ich habe nach dem Abi war ich 3 Monate in Neuseeland und dann habe ich eine Tour durchs Auenland gemacht. Das ist ganz cool. Das ist ziemlich verrückt, weil manche Hütten sind einfach kleiner, damit Gandalf vor denen gedreht werden konnte, damit Gandalf groß aussieht. Und manche sind groß, damit Hobbits davor gedreht werden können, damit die Hobbits klein aussehen. Das war echt cool. Na gut, jetzt ist das Gras gleich fertig. Und im Hintergrund seht ihr ja schon die fertige Höhle. Und ihr seht auf der Höhle auch einen Baum. Und den bauen wir jetzt auch einfach noch kurz, beziehungsweise ich baue ihn kurz. Wenn ihr ihn nicht wollt, dann lasst ihn weg. Aber, oh, wir machen erst die Fenster. Seht ihr, das ist so ein Nachteil bei dem Nachsynchronisieren. Deshalb bin ich mir noch nicht sicher, ob mir das so gut gefällt, weil da muss man das Video so gut auswendig können. Ja. Aber dafür geht's kürzer. Ich meine, ich sage mal, das Video würde wahrscheinlich um die 25 Minuten gehen, hätte ich es anders gemacht. Das heißt, ihr kriegt die Informationen, wenn ihr eigentlich gar nicht wissen wollt, was ich hier labe, sondern einfach nur eine Hobbithöhle haben wollt, dann ist das hier vielleicht die schnellere Version und bessere Lösung. Genau. Was ich jetzt hier mache, ist, dass ich die Fenster schön verziehe. Immer Zaun, Zauntor, Zaun. Zauntor einklappen. Da drauf Trapdoor, Stufe Trapdoor. Das kennt ihr vielleicht schon aus dem Leuchtturm-Video. Da habe ich das dann inspiriert, nachinspiriert, wie auch immer. Und ich habe einen kleinen Blumentopf noch drunter gesetzt. Und da stört das Zauntor jetzt leider, weil da kann man ja dann keine Blume mehr hinsetzen. Deshalb habe ich es wieder weggemacht und ein Blümchen hingesetzt. Genau. Das ging jetzt auch wieder ein bisschen schnell. Einfach Pause machen, wenn es zu schnell geht. Genau. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal alle Fenster rum. Da habe ich mal so ein bisschen was anderes probiert, dass das so eine Schräge wird. Genau, jetzt habe ich es hier auch mal so gemacht, dass ich nur ein Zaun setze, also Zauntor und Zaun. Und auf die andere Seite kein Zaun. So, und jetzt kommt noch die letzte Seite. Da habe ich dann mal ein bisschen versucht, so einen größeren Bogen zu machen. Es gibt noch eine Möglichkeit, wie man das Ganze bauen kann. Das seht ihr ganz am Ende vom Video. Wie ich das bei der anderen Hütte gebaut habe, da halte ich nochmal kurz die Kamera drauf, sodass man das da auch abbauen kann, wenn man möchte. Und zwar sieht das Ganze dann schön bogenartiger aus. Das seht ihr dann. Beziehungsweise ihr könnt schon mal hinskippen, wenn ihr es sehen möchtet. Falls ihr das Ganze chronologisch baut, wie man das normalerweise auch so macht. Naja, war ein bisschen dumm von mir. Vielleicht blende ich es auch schon ein. Keine Ahnung. Genau. Ja, da habe ich einfach ein bisschen rumexperimentiert. Immer Fichtenstufen, Fichtentreppen, Fichtenfalltüren, Fichtenrinde. Genau, und jetzt kommt der Eichenbaum. Das ist übrigens witzig. Ich bin mir nicht genau sicher, wie es läuft mit diesem Baum, aber ich glaube, im Moment ist das einfach nur noch ein Plastikbaum. Und wenn man Glück hat, dann findet man unter dem Baum sogar ein Plastikblatt und das kann man dann als Souvenir mitnehmen. Denn da stand früher ein großer Baum. Ich weiß nicht, ob der echt war, eine große Eiche. Und weil das halt im Buch auch so ist, von Herr der Ringe. Und die haben ja dann Hobbit gedreht. Das heißt, die haben den großen Baum weggemacht und haben einen kleinen Plastikbaum drauf gemacht. Damit, weil in Hobbit ist ja die Vorgeschichte. Das heißt, in Hobbit muss der Baum jünger sein. Das heißt, sie mussten den alten Baum wegmachen und mussten aus Kunststoff einen neuen kleinen Baum hinmachen. Jetzt sieht man hier noch ein bisschen Einrichtungsbeispiele. Da kann man sich ein bisschen inspirieren vielleicht. Ihr könnt natürlich, wie schon gesagt, zum 1000. Mal wahrscheinlich, einfach auf bossascrew.de joinen. Das ist, seht ihr auch in der Beschreibung. Da sind immer hilfsbereite Leute online, die immer auch sagen, wo man das Zeug findet. Genau. Und wenn ihr was zur Einrichtung lernen wollt, dann könnt ihr auch einfach das andere Tutorial angucken. Jo. Und jetzt noch mal einen Blick ohne Shader. Der Shader hat ein bisschen gesponnen in diesem Video. Deshalb habe ich es jetzt auch... Ah, hier seht ihr übrigens die andere Wand. Ja. Flug zurück. Genau, da habe ich nochmal mehr mit Bögen gemacht. Wenn ihr das abbauen wollt, nur zu. Genau. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen. Jetzt habe ich mir gerade mit dem Stift die Nase zugehalten. Wahnsinn. Das macht Sinn in einem Video. Genau. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen mit eurer Hobbithöhle. Und bleibt noch kurz dran, denn es gibt wie immer einen Plot der Woche. In diesem Sinne, tschö mit Ö und bis zum nächsten Video.